Das war jetzt nicht rassistisch gemeint, aber das fiel mir gerade so ein. Carl Johnson, das geile Schokostückchen. Wenn ich mal ehrlich bin, stand da irgendwas von wegen, du hast alle Strecken der Challenge, absolviert. Okay. Hat mir jetzt 2000 gebracht. Ja, ne? Ist gut, ne? Ich wollte es mal gemacht haben. Machen wir mal hier das. Ja. Oh, ich habe nicht mal meine App gestartet. Shit. Wie erfahre ich denn, wie viel ich schon aufgenommen habe? Durch die Statistik vielleicht kurz. Jetzt gucke ich in letzter Zeit oft auf die Statistik, ey. Wurde schon dreimal gezeigt. Naja, ne? Muss halt eben sein. Aber schon tut mir leid, das war nicht gewollt. So. Jetzt können wir uns aber mit den Missionen beschäftigen. Alter, das ist arschnebelig, ey. Moment. Okay. Ich vermute mal, der wäre gerade in den Berg geflogen. Kurz die Nase hochziehen, aber sowas von. Aus dem Weg hier. Ich sag, ich bin heute nicht so gesprächig, ey. Gefällt mir heute nicht. Aber es gibt halt eben Tage, da will man nicht viel sagen. Da reicht ein. Alter. Karl, das war ja mal. Das war ja aber nicht so gut, ne? Muss mal zugeben. Es gibt halt eben Tage, da ist man halt eben nicht der Herr der Worte. Beziehungsweise hat man halt keine Lust. Ich habe auch ein bisschen leichte Halsschmerzen. Was mir ein bisschen auf die Eier geht, wenn ich ehrlich bin, aber eine Bombe, der wird nicht sein. Warte, ich habe keine Kohle bestimmt. Ja, das war Spaß. Nicht, dass ihr denkt hier, oh mein Gott, das war direkt im Let's Play. Wobei, wenn ich im. Hallo, irgendwie bin ich ein bisschen heute Incompetentio Grande. Wenn ich im Let's Play verrecken würde, dann würde dieses Video gar nicht mehr hochkommen. Weil dann gibt es keinen, der das hochladen würde. Ne? Seems legit, wa? Na, ganz ehrlich. Wir haben ja extra die. Ich sag mal, diese komischen. Business-Mission gemacht. Nächste Mal. Zum Beispiel hierfür, für Zeros laden. Da sollte man doch auch mal das Geld. Ja, okay, 2000. Scheiße. War noch nicht voll. Da sollte man doch mal das Geld einsammeln, ne? Dafür habe ich es ja gemacht. Mal hier. Lol. Okay, ich fahr mal kurz wieder weg. Maximal sind es ja 2000. 2000 jetzt sind jetzt nicht die Welt. Aber ist doch immer gutes Geld, ne? Ich hätte jetzt 2000 bekommen, hätte ich 4400. Nicht 4400, sondern 44.000. Und das ist doch schon mehr als 42.000. Aus dem echten Leben 2000 Dollar würde ich nicht nein sagen. Egal wie viel ich hätte. Wobei. Wenn ich mich dafür verruhen müsste, dann würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht. So, ich muss mal kurz husten. Das tut mir leid. Muss jetzt sein. Deconstruction. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah.
I've been thinking about getting me some new land anyway. So, da wird die Keule geschwungen, ey. Leck mir am Arsch. What the fuck? Schau dir mal den Wagen da hinten an. Das ist nicht normal. Das ist normal. So, ich möchte mal kurz zusammenfassen, dass CJ jetzt diesen komischen, die Baustelle auseinandernimmt, weil sie seine Schwester Nutte genannt haben. Ja? Das ist ja mal mega. Ja. Na, Moment, es gibt übrigens einen Trick, wie man das machen kann. So, wir machen das ganz einfach. Die Typen sind nicht gerade nett. Ich hoffe mal, hier kommt kein Bulle. Einstein ist wieder da. Oh, oh, das ist gefährlich. Gewiss, my lord. Hui. Oh, fuck you. Don't take this personal, but you're getting jacked. Hey, get back! So, ich glaube, der ist tot. Also, Falten erinnert ein bisschen mich an Tony Montana. Der hat ja auch ein bisschen so mit seiner. Der hat auch ein bisschen so, ja. Ich sag mal, drauf geachtet, was für Freunde seine Schwester hat. Oh, Spaß. Und wenn das mal so ein komischer Typ war, egal wer es war, dann war Tony mal so nicht so wirklich amused. Übrigens, Tony aus dem Film Scarface, falls man den vielleicht nicht gesehen hat. Ich hoffe, den hat man gesehen. Wenn nicht, empfehle ich den für Fans von Vice City definitiv eine Empfehlung, weil das Spiel stark von Scarface inspiriert wurde. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Jawohl. Schieb die mobile Toilette in die Grube. Jawohl, erstmal den Typen töten. Ja, wobei, er ist Zeuge, ne? Der Don hat schon uns beigebracht, keine Zeugen dazulassen. So, wir machen das immer eben so, ne? So, jetzt hier. Oh Gott, no! Alter. Ich liebe diese Mission. Ja, und vielleicht über ein bisschen. Ah, scheiße, ey, das ist ein bisschen schwierig. Ich liebe sie nicht, aber ich finde sie relativ amüsant dafür, dass sie so kurz ist. Ich kann das nicht über den PC, ey. So. Please, somebody help! So. Jetzt soll ich den Zementmischer nehmen. Zementmischer ist dort. So, wer an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, wobei er diese Grube nicht für andere gegraben hat, sondern weil er es muss. Für ein wahrscheinlich ziemlich tolles Bauwerk. Wahrscheinlich in der Starbucks. Dude. Ein Laster der Marke Dude. Alter. Ja. Ah, hier ist noch ein Zementlaster. Scheiße. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, jetzt ist die Mission vorbei, jetzt muss ich von neu machen. Na gut. Oh, der Laster ist wieder weg. Muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht wieder reinfalle.
Ist ein bisschen sanfter. Jawohl. So. Voll machen, bitte. Danke. Jawohl. Ich bin proud of me. Tab, okay. Komm mal her, warte, bist du? Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. So, da haben wir die Fahrschule freigeschaltet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich die jetzt machen soll oder vielleicht später irgendwann. Ich probier's einfach mal jetzt. Na, CJ, was mach ich da? You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit, we gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys aren't hanging around. Gut, ich wollte ehrlich gesagt erst mal speichern gehen und hab das, bin dann einfach auf, ich bin einfach mal aufs Missionssymbol gegangen. Weil ich dachte mir, ja, da kann man speichern. Da war ich ein bisschen brain off, Karl. Das ist natürlich nicht das Speichersymbol, sondern das Missionssymbol. So, wir wollen ja nicht ewig dorthin fahren, ne? Also, wir wollen ja nicht hier... Ich meine, es ist schon ein bisschen weiter weg. Ich zeig's euch mal kurz. Ja, Maus, Scroll, Scroll. Ist doch ein bisschen weiter weg, als man es gerne haben würde, ne? Da wird ein bisschen abgeholfen, wenn man hier einen schönen Helikopter nimmt. Mit Trick 17. So. Ich brauch das. Das ist wichtig für meine Mission. People holding a valid pilot's license may enter. Deine Mutter. Siehst du, so einfach ist es mit dir, ja? Siehst du, selbst der Idiot kommt da rein. Somebody, somebody. So, wo war der Helikopter? Ach, da ist er ja schon. Schön, dass der frei ist. Ich frage mich, ob das ein Fehler war von Roxas Seite aus, dass sie vergessen haben, diesen Wagen, also ich meine diesen Helikopter zu locken. Dass sie einfach gesagt haben, ja, hier muss noch ein Heli hin. Aber alle müssen abgeschossen werden und dann haben die halt eben den Heli vergessen hier und dadurch, ja. Dadurch hat man halt eben diesen Heli. Oder ob die einfach vergessen haben, nicht vergessen haben, das habe ich ja schon gerade. Ob die einfach gedacht haben, ja komm. Spieler, die sich ein bisschen mehr umsehen, werden vielleicht diesen Heli entdecken oder können ja ein bisschen Spaß haben. Quasi als Belohnung für die Spieler, die ein bisschen mehr aufpassen. Die sich ein bisschen mehr umschauen. Ich will nicht hier reinfliegen. Dort reicht auch. Von der Emit Caesar's Car. Yeah. So. They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Okay. So, Angel Pine. That's where we wanna go.
Nehmen wir mal einfach mal die Route hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die beste Route ist, deshalb habe ich mich einfach für die entschieden, weil die ist die einfachste. So, jetzt haben die kein Gespräch hier, das finde ich ein bisschen scheiße. Anderen Radiosender. K-Rose! Ich glaube, es gefällt dem Caesar aber nicht. Moment. Jetzt muss ich also hier ein bisschen einen Weg finden. Ah, das sieht richtig aus. Ah, das sieht richtig aus. Ich mag das Lied. Ich behalte es einfach mal. Some kind of wonderful. Wobei, das war geschützt, oder? Ah, shit. Übrigens hier Geisterauto wieder. Ich liebe dieses Lied, ey. Eines der Spiele, die ich mit GTA San Andreas verbinde. Und das ist auch ein bisschen die Magie. Ich befürchte, die Mission ist... Du hast das Auto zerstört. Jawohl, du kleine Bitch. Ich klatsche dich ein.